Guten Tag, Jungs und Mädels. Heute Kochkurs mit David Pollack. Heute sind wir bei La Victoria, mexikanischer Restaurant in Berlin, Kreuzberg. Ich denke, ich mag eine Margarita. Oder ich probiere meine Bestes, weil ich eigentlich nicht normalerweise hinter der Bar arbeite. Aber dazu würde ich ja eine Limette nehmen. Ein bisschen Triple Sec. Ein bisschen Lime Juice. Ein relativ okay Tequila. Oh, später kommt noch ein Trick. Als erstes braucht man Becher zu mixen. Also ich weiß, nicht jeder hat eine Eismaschine zu Hause, aber braucht ihr nicht, Eis reicht ja. Normalerweise würde ich sie einfach reingießen, weil ich weiß ungefähr, was schon von Augensicht, was da reingehört. Aber, dass jeder mitschreiben kann, ich nehme Messbecher. Zuerst nehme ich Tequila. Tequila. Vier Zier. Lass mal den Leuten ein bisschen stärker machen. Sexier Tequila. Tequila. Danach würde ich Lime Juice nehmen. Bisschen mehr als White hier. Triple Sec. Control ist übrigens noch besser, aber diesmal nehme ich einfach ganz normales Triple Sec. Ungefähr 3 Zier. Jetzt der Trick bei einem guten Margarita, finde ich immer, ist frische Saft zu nehmen. In dem Fall habe ich eine Limette, die ich reinquetsche. So. Und jetzt für das Unnormale, das ist meine spezielle Note dazu, ist ein kleiner Schluck Brandy nach oben drauf. Die messe ich nicht. Das wird ein passendes Glas. Und einfach durchmixen. Ah ja, ein bisschen zu voll. Mal gucken, ob ich Archie warten könnte. Archie, abgetrunken. Mit Tequila. Tequila. Tada!